Im Elefantenstall ist die Stimmung angespannt. Die Dreharbeiten kommen nicht voran. Laut Drehbuch lernt die depressive Elefantenkuh malen. Sozusagen als Therapie. Bitte, Teppi. Komm her, das ist vorne. Komm rein, ja? Dann schon. Dann schon. So ist schön drauf, fein drauf. Nee, du sollst malen. Malen? Nee. Da hinten ist ja kein Malen. So, jetzt hast du schon einen grünen Rüssel, das brauchst du auch. Doch Don Chung hat ihren eigenen Kopf. Selbst das gute Zureden von Chefpfleger und quasi Leitbulle Michael Tempelhoff hilft nicht. Mensch, du bist doch wohl geknackt. Die Elefantenkuh macht einfach nicht, was sie machen soll. Also die hat kein Mal gelernt. Die ist, entweder bin ich zu doof, da das beizubringen, oder die ist zu doof, das zu machen. Wir werden irgendwas was hinkriegen, aber so richtig malen tut die nicht. Es gibt viele Elefanten, die das können und auch gerne machen. Aber wir hatten auch ein anderes Problem, wir hatten auch ein zeitliches Problem. Es dauert schon 3-4 Wochen, sowas beizubringen. Doch genau diese 3 oder 4 Wochen bräuchten sie jetzt noch. Aber Zeit ist Geld und die Dreharbeiten müssen weiterlaufen. Für Gregory Waldes sind es die ersten Tage am Set von Tierärztin Dr. Mertens. Der Schauspieler wird als Kurator Dr. Tom Berghoff in der kommenden Staffel die Geschehnisse im Zoo kräftig durcheinanderwirbeln. Ich gehe ja immer dran, dass ich mir die Rolle angucke. Gefällt mir die Rolle oder nicht? Und ich war ja in anderen Serien immer so der Held. Und hier bin ich halt so nicht der Fiese, aber schon ein bisschen der Antagonist. Und das ist natürlich mal einfach mal ein bisschen spannend. Das fand ich schon mal cool. Und dann habe ich das realisiert mit den Tieren. Und ganz ehrlich, ich habe mich, glaube ich, mehr darauf gefreut, als dass ich mich beim Drehen freuen werde. Also ich denke, es wird immer mehr Momente geben, wo man denkt, oh, leck mich am Arsch, ey, mit diesen Tieren. So ziemlich dasselbe denkt wohl auch die Elefantenkuh Don Chung über die Menschen. Auf jeden Fall ignoriert sie deren Wünsche total. Scheiße. Für Kekse allerdings würde sie fast alles tun. Wir gucken gerade mal wegen Keksen. Das kann ich nicht machen. Im Drehbuch geht es um die Schokofrüsse. Die mag Don Chung aber nicht. Und das bringt Heidi Kranz zur Verzweiflung. Wir wissen ja, Elefanten sind Tiere und keine Maschinen. Und wir müssen jetzt genau überlegen, wie kriegen wir in der kürzesten Zeit das beste Bild zustande. Und darum ist hier eine relative Anspannung da, weil wir ja schon fast 5 Stunden drehen. Die Elefanten brauchen ihre Ruhepause. Tembi muss mit dem Elefanten klarkommen. Die Teams müssen jetzt ganz genau stimmen. Und deshalb ist da so eine Anspannung da, dass das auch alles funktioniert. Noch hat das Team keine Lösung gefunden, damit der Elefant malt. Und dann malt der Elefant doch. Nur manchmal muss man mit ein wenig unkonventionelleren Mitteln nachhelfen. In diesem Fall arbeiten Regieassistent Michael Twienem und Kameramann Ralf Netzer mit einem Kunstrüssel. Später wird das dann im Schnitt so montiert, dass es aussieht, als male das Tier wirklich. Natürlich habt ihr wahrscheinlich gesehen, wie das Malen wir dann doch faken mussten. So. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie man versucht, wie man versucht, das so zusammen zu basteln, dass für den Zuschauer es plötzlich der Elefant ist, der malt. Ja. Das erste Mal findet eine Folge außerhalb Leipzigs und des Leipziger Zoos statt. Die Drehbuchautoren haben die Geschichte in die Sächsische Schweiz verlegt. Die gesamte Technik muss für diese Bilder auf den Papststein geschleppt werden. Er ist mit über 450 Meter Höhe der höchste Tafelberg der Sächsischen Schweiz. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein verletzter Uhu, den Tierärztin Susanne Mertens und Kurator Tom Berghoff auf dem Felsen entdecken und dann natürlich retten. Elisabeth Lanz ist fasziniert von dem Greifvogel. Darf ich das streichen noch? Oder ist das gefährlich? Man muss nur gucken, wie sie reagiert. Schauen Sie sich diese Augen an. Das ist einfach unglaublich. Marie, schau doch mal da in die Kamera. Schau doch mal da in die Kamera. Diese Augen. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig? Und die können den Kopf um 360 Grad drehen, ne? Genau, 270. 360 für einen Kreis. Achso, aber ich habe gedacht, wenn Sie einmal in die Richtung und einmal in die Richtung, also Sie kriegen alles. Von vorne bis auf die Seite und von der Seite bis auf die Seite. Also der ist Viertel steht noch, aber das macht halt auch bei dem Knack.
willst auch bitte. Das ist die andere Elisabeth. Gundel Strohbach aus Bad Schandau wird Elisabeth Lanz als Stuntfrau ersetzen, wenn es bei den Kletterszenen zu gefährlich wird. Dafür muss sie der Hauptdarstellerin zum Verwechseln ähnlich sehen. Ja, zumindest muss man also ihrem Naturell nachgehen. Was hat sie für eine Haarfarbe, was hat sie für eine Haarlänge, welcher Schnitt und so weiter. Da besorgt man eine Perücke entsprechend dazu. Und das Double wird es dann eben umsetzen. Und was jetzt der Eindruck so ist, also von hinten, ein Double sieht man ja eigentlich fast nur von hinten, höchstens mal ein bisschen profilisch, würde ich schon sagen, dass es identisch ist. Roger Gerschel ist im normalen Leben Verkäufer im Bergsportladen, wenn er nicht Gregory Waldes dubelt. Ja. Willkommen. Oder? Wobei mir gesagt wurde, er hätte das auch selber machen können. Ja, ich habe ja eigentlich gerne hätte ich das gemacht, aber ne, Versicherung sagt immer, ja, nee, stürzt ab. Dann springen wir ein. Gregory, ärgert dich das, dass das nicht da ist? Ja, schon ein bisschen. Ich bin auch so ein Bergfan. Ich bin ja immer in den Bergen und Gleitschirmfliegen und Klettern und so, das ist schon ein bisschen meins. Aber Hauptsache, du siehst gut aus, wenn du es machst. Die beiden Schauspieler müssen für die Kamera natürlich auch selbst den Felsen bezwingen. Dafür haben sie hart trainiert, mit einem Star der Szene. Bernd Arnold hat in den 70er und 80er Jahren weltweit Maßstäbe beim Bergsteigen gesetzt. Er galt als einer der besten Felskletterer der Welt. Gefährlich ist es überhaupt nicht. Also das ist nur für einen Laien gefährlich. Oder sieht gefährlich aus. Und das ist eigentlich ganz toll. Das musst du ja bestätigen. Ja, es ist, du hattest es ist, nie das Gefühl, dass es gefährlich ist. Nein, es sind so Momente, das Abseilen zum Beispiel. Wenn man dann so den ersten Moment über den Hang geht und wirklich merkt, hinter dir geht es wirklich tief runter und man hängt halt da drinnen. So der erste Moment ist eigenartig. Ne? Aber das ist ja auch schön. Ja, das ist genau dieser Kitzel, der einfach. Ja, genau. Die beiden Profis legen vor. Schwierigkeitsgrad 7. Für Gundel und Roger nichts Besonderes. Ganz oben, so ist die Geschichte, soll der verletzte Vogel liegen. Aus, danke! Mary, die Uhu-Dame, wird nur für eine Szene benötigt. Gregory Waldes wird sich mit ihr in einem Rucksack abseilen. Doch erstmal müssen beide Schauspieler rauf auf den Felsen. Zumindest das erste Stück. Ich würde jetzt eigentlich gerne nochmal klettern, weil jetzt habe ich einzelne Punkte gefunden, wie ich raufkomme. Ne? Ach, ist wahrscheinlich das erste Mal, also nicht vorher schon mal geguckt. Ja doch, das allererste Mal vor 2-3 Wochen haben wir es mal probiert. Und jetzt. Das ist ja gemein, wenn man beim Klettern gucken muss, wo der Griff ist. Ja, das habe ich jetzt. Da habe ich noch gesucht. Aber jetzt würde ich gerne nochmal klettern, weil jetzt weiß ich, wie ich da wie eine Gämse nach oben zischen kann. Währenddessen wird Uhu Mary vorbereitet. Es ist heiß an diesem Tag. Damit es dem Vogel im Rucksack nicht zu warm wird, begießt ihn Karl Fischer mit Wasser. Dadurch werden auch die Federn geschmeidiger und können nicht abbrechen. Mary hat es gelernt, immer wieder kurz im Rucksack zu sitzen. Übrigens, die Eulen von Karl Fischer sind sogar in den Harry Potter-Filmen zu sehen. Heute wird Mary bei Tierärztin Dr. Mertens gerettet und vom Felsen abgeseilt, weil in der Geschichte ihr Flügel verletzt ist. Hätten wir das geschafft. Ja, du bist in Sicherheit, du Schöner. Ja, ich meine, ich bin noch nie so nah an so Tieren dran gewesen es ist, ich habe Respekt vor denen. Ich würde nicht wie jetzt die Herr Fischer oder seine Tochter, die hat dann den Schnabel so vom Gesicht. Also man weiß nie, ne? Wenn man sie nicht kennt, aber sie sind wunderschön und man kann die auch anfassen. Mary hat ihre Aufgabe mit Bravour erfüllt. Ihr Drehtag ist beendet. Für die Schauspieler geht es weiter. Bis Frühsommer 2011 werden die neuen Folgen gedreht.